Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Klimawandel, Corona-Pandemie, Energiepreisschock, steigende Inflation und jetzt auch noch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bayern, Deutschland und die Welt stehen aktuell vor Herausforderungen, die in ihrer Tragweite lange Zeit undenkbar waren. Putins Einmarsch in ein souveränes Land ist eine Zäsur, die mit alten Gewissheiten aufräumt und die Europas Sicherheitsstruktur und seine Handelsbeziehungen auf Jahre fundamental verändern wird. All das hat auch direkte Auswirkungen auf unsere Lage hier in Bayern. Wir haben uns an einen Lebensstandard gewöhnt, der von diesen neuen Geiseln der Menschheit in Frage gestellt wird. Und wir sind in internationale Abhängigkeiten geraten, die uns einer grundlegenden Neujustierung unserer Versorgungs- und Verteidigungspolitik zwingen. Für uns als Freie Wähler-Fraktion ist dabei klar, wir müssen jetzt die Resilienz Bayerns stärken und unsere Heimat krisenfest machen. Dazu müssen wir die Versorgungslage grundlegend neu denken. Das gilt im besonderen Maße für Energie, Lebensmittel, Wirtschaftskreisläufe und den Gesundheitssektor. Dabei gilt unser altes Credo: Dezentralität statt zentralisierte Lösungen, Regionalität statt ausschließlich globaler Produktionsketten. Dafür stehen wir als Freie Wähler Landtagsfraktion und dafür werden wir uns in der Bayern-Koalition mit aller Kraft einsetzen. Denn das Windrad vor Ort, die heimische Mühle, der lokale Schlachthof, der Landwirt von nebenan, der Handwerker des Vertrauens und das Kreisklinikum haben nicht nur ihre Daseinsberechtigung, sondern sind unentbehrlich, wenn wir uns unabhängig machen wollen von geopolitischen Krisen. Darüber hinaus müssen wir begreifen lernen, dass Freiheit, Pluralität, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie keine Geschenkartikel der Geschichte sind, sondern dass diese Werte immer wieder erkämpft und verteidigt werden müssen. Wir stehen jetzt am Scheideweg, um Bayern nach innen wie nach außen unverletzbar zu machen. Wie wir Freie Wähler das angehen wollen, davon handelt dieses nah dran. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und bitte bleiben Sie gesund.